So eine Scheiße. Lassen wir ihm den Rucksack, oder? Was ist hier, Level 51? Ja, was hat denn der schon gelootet? Was macht der denn da? Wunderschönsten guten Donnerstag Nachmittag. Ey, ich muss echt manchmal überlegen, ne? Jetzt habe ich ja einen Tag frei. Denke ich schon wieder, hey, verdammt, welcher Tag ist heute eigentlich? Holy moly. Wunderschönen guten. Grüße euch. Welcome back to the day after, der erste Tag nach den Wartungsarbeiten. Gestern Abend um 23 Uhr ging ja die Server off. Und ja, jetzt sind wir wieder online. Ich bin mega gespannt, was sie getan hat. Ich habe eine Nachricht von Hums gelesen, also Hums, deutscher Tarkov Community Manager. Und er hat so gesagt, er wird sich heute nicht blicken lassen in den Streams und in den Chats. Hat so ein bisschen Angst, dass es vielleicht nicht so die riesen Schritte gegeben hat. Ne? Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Die haben 5 Stunden gearbeitet wohl. Ja, ich bin mal gespannt. Streamdog, moin Streamdog, grüße dich. Gibt es ja nie ein Endgame. Das Spiel ist in der Entwicklung und die Visionen von den Entwicklern Screamdog sind so, dass das Spiel langfristig nochmal komplett anders aussehen soll, als es jetzt schon ist. Ne? Also momentan ziehen wir uns die Motivation an den Quests, den Kappa zu holen. Es gibt nach den Kappa noch weitere Quests, die einen motivieren sollen. Am Ende des Tages... Viele Leute versauen sich das Spiel manchmal so ein bisschen, indem sie innerhalb von 1-2 Wochen schon die ganzen Quests durch haben und dann kein Content mehr haben. Ne? Und dann fehlt das Endgame tatsächlich. Jetzt gibt es einmal die Leute, denen das egal ist, weil die können das super geil nutzen und dann ihren eigentlichen Content machen. Also PvP, Battles, Turniere, was ich was alles. Ne? Also schau dir mal die ganz großen Streamer an, die dann erst richtig loslegen. Ne? Momentan ist es halt Erfahrung sammeln, denke ich. Also man lernt durch jede Runde, die man spielt und dadurch, der Content momentan ist eigentlich das Spielen selbst. Also dass man jede Runde, die man spielt, dass man da immer jede Runde was Neues lernt. Also ich habe sicher keine Runde, wo ich nichts lerne. Das ist so krass. Du lernst immer wieder neue Ecke, neue Wand, neue, probierst dann auch, komm, brüche nochmal die Waffe aus, noch nie probiert, 20.000 Munitionsarten, neuen Griff dran machen. Du hörst neue Geräusche, du hast ja unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten, ne? Plus die Level, die so recht groß und komplex sind, was du alles lernen kannst. Ich würde sagen, das ist der eigentliche Endcontent momentan, das Spiel zu lernen. Auch für die Profis, weil du lernst halt nie aus, ne? How to shoot upon heaven. Großen Backpack einpacken, Scav erschießen, Rucksack in die Leiche packen, voll mit irgendeinem Müll, 100 Meter weglaufen. Und warten, bis wer lootet. GG easy. Ich glaube, wenn ich das on-stream mache, werde ich geköpft, oder? Aber ja, ist eine Taktik. Vielleicht machen wir auch Spaß. Probieren wir das mal, Marius. So aus Spaß, ja. Aber nicht auf Krampf, sondern aus Spaß. Können wir auf jeden Fall mal probieren, ne? Oh. Nope. Bruh. Shit. Shit. Das wäre die Chance gewesen. Wow, fucking shit. Och man, das wäre ein 100er Kill gewesen, ein schöner. So eine Scheiße. Wow. Aber überlebt. Nein, doch, wir haben einen Propital dabei. Ah. Überlebt. Den Helm. Können wir den anziehen? Ja, können wir. Dann schmeißen wir den weg. Das nehmen wir mit. Maske tauschen wir aus. Du kommst mit. Du kommst mit. Sekte kommt mit. Rucksack checken wir ab. Lassen wir ihm den Rucksack, oder? Was ist hier, Level 51? Ja, was hat denn der schon gelootet? Was macht der denn da? Wait a minute! Bandage? Wiegt denn eine Bandage? Hä?
Okay. Instagram. Schreibt mir auf Instagram die ganze Zeit, oder was? Okay, Abbruch. Ich war eine Minute da oben, ist schon zu viel. Ah, stopp, wir haben Splints dabei. Splints, shop, 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 shop. Shop, 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 shop. Geil. Wir haben ja Splints dabei. Lull. Nice. Guck mal, Glück im Unglück. So muss das sein. GG's. Cool. Skills leveln. Achso, Skills leveln in Tarkov. Genau. Skills leveln in Tarkov. Slit. Anstatt Suderbon Heaven. S-B-I-H. Oh, Kontakt! Ruhe! Nope! Scheiße. 6,5 Stunden später. Das ist so schwer. Vielleicht kriegt Eric einen Headshot. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Das ist schon die vierte Runde jetzt. Schon nicht einmal gestorben. Also ein Tod wäre jetzt wirklich nicht so schlimm. Das ist das harmloseste, wäre jetzt ein Tod. Weißt du? Nein, ich zeige jetzt keinen Stinkefinger. Das harmloseste wäre jetzt ein Tod. Schöner Blick. Lip Movement. Oh mein Gott, ich habe ihn spottet. Ich habe jemanden gespottet. Aber dieser Schuss ist unmöglich. Unmöglich. Aber wir haben jemanden gespottet. Schon mal geil. Wow! Und tot. GG's. Ich liebe diese Quest. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ich weiß nicht, wo ich noch die Kraft hernehme, Mantrox. Für diese bescheidene Quest, ja. Wo ich noch die Kraft hernehme. Ich weiß es nicht. Wir ziehen es weiter einfach. Wie so ein Zombie mache ich weiter diese Quest, weißt du? Ich bin schon gar nicht mehr ich selbst. Ich bin wie so ein. Keine Ahnung, Geist in der Flasche. Okay. Genau hier. Über die Länge. Nee, hier. Ah, falsch. Von hier oben, ne? Am Ende der Straße. Da, und da ist da jemand. Das ist es halt. Ich laufe zum 100 Meter Spot. Das war jetzt auch der Plan. Leider hatte ich zwei Kontakte. Leider. Wurde ich von links angeschossen. Wir versuchen jetzt die Distanz zu erhöhen. Vielleicht können wir einen Gegenangriff starten, aber wir müssen erstmal ganz schnell hier weg. Ganz schnell weg. Also wir wissen, dass wir zwei Kontakte haben. Vielleicht können wir von unserer alten Sniper-Position da jetzt zurückschlagen. Keine Schüsse momentan. Sehr gut. Oh, das war knapp, ey. Das war knapp. Wir gehen auf die Position da. Let's go. Vielleicht eine Chance für uns. Vielleicht ist das eine Chance für uns. Let's go. Gib ihm. Laser aus. Go.
Shit! Und ich hab einen schönen Spawn. Einen schönen, also wir haben jemanden schön gespottet, der uns nicht gesehen hat. Und dann kriegen wir Gegenfeuer von der Flanke, ey. So, Ruhe, Ruhe. Hier, Hocke, Hocke, Hocke. Oh. Es sind zwei, hinteren zuerst. Es sind zwei gewesen, deswegen. Egal, wir haben noch eine Chance. Nahkampf. Schade, dass er es nicht down gegangen ist. Wir hätten beide gehabt. Den zweiten haben wir erledigt. Den ersten. Leider ist er es nicht down gegangen. Der hat mich dann erschossen. GG's aber. GG's. Wenigstens mal ein bisschen Action nach 20.000 Jahren. Wenigstens mal ein bisschen Action heute. Holy shit. Schöner Headshot. BS-Munition. GG's.